Als Produktionsland von Möbeln und Textilien ist Schweden schon bekannt. In Kooperation mit der Care Mobility zeigt sich nun auch die Kompetenz der Schweden in einem der derzeit innovativsten Märkte der Welt, der Elektromobilität. In der Nähe der wunderschönen Stadt Göteborg wird der Car E500 produziert. In einer völlig neuen und den Anforderungen der Produktion angepassten Fertigungshalle wird das Fahrzeug auf Basis eines Fiat 500 umgerüstet. Die Produktionskapazitäten liegen derzeit bei 1.500 Stück pro Jahr und sollen weiter ausgebaut werden. Der Stadtflitzer wird in verschiedenen Fertigungsschritten von seinem Verbrennungsmotor und Tank getrennt und mit einem Elektromotor und Akkus ausgerüstet. Das Originalgetriebe bleibt erhalten, da es die Effizienz steigert und bessere Fahreigenschaften gegenüber einem Automatikgetriebe bietet. Safety First war der Ansatz, weshalb das Chassis und der Rahmen des Fahrzeugs unverändert bleiben und damit dem Sicherheitsstandard des Original entsprechen. Die Energiequelle für den Wagen sind Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die ebenfalls vor Ort produziert und zu einbaufertigen Paketen montiert werden. Sie werden unter dem Fahrzeug und in die Reserveradmulde eingebaut. Damit büßt der Car E500 nichts von seinem Platzangebot und seinem Ladevolumen ein. Das ist ein entscheidender Vorteil in Sachen Alltagstauglichkeit gegenüber vielen Konkurrenten. Die Fahrdynamik mit dem Dreigang-Schaltgetriebe machen den Wagen spritzig und einfach zu handeln. Damit sind dem CO2-neutralen Fahrspaß keine Grenzen gesetzt.